Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und im heutigen Video werden wir einen Make-up-Look schminken mit der Marke Becker. Das war ein gewünschtes Video von euch, quasi als kleines Abschiedsvideo für die Marke, denn die Marke hat leider verkündet, dass sie gegen Herbst des Jahres ihre Marke einstellen wird, ihre Produktion einstellen wird, und ich habe mir gedacht, das ist so eine kleine Widmung für die Marke, hatte euch gefragt, ob ihr das gerne sehen möchtet. Deshalb kommt heute dieses Schminkvideo für die Marke Becker, und mit dem Video möchte ich jetzt auch direkt starten. Denn ihr seht, ich habe noch nicht viel auf dem Gesicht. Deshalb, wenn ihr Bock auf dieses Video habt, bleibt gerne dabei. Und falls ihr noch nicht getan haben solltet, abonniert mich gern einmal hier unten. Das ist kostenlos für euch und ihr verpasst keins meiner weiteren Videos. Ja, heute geht es mal um kein Haul, meine Lieben, sondern um die Sachen, die ich noch zu Hause habe. Und ich muss sagen, ich war sehr traurig, als ich gehört habe, dass Becker ihre Produktion, ihre Marke aufgibt. Denn ich bin ein Riesenfan, vor allen Dingen von ihren Face-Produkten. Deshalb, das wird heute kein Full-Face werden. Das muss ich direkt dazu sagen. Ich habe jetzt keine Grundierung oder Puder von denen. Aber ich habe so einiges im Bereich Gesicht. Ich habe hier auch den neuen Concealer. Oder besser gesagt, der Concealer ist für mich neu, aber schon länger im Sortiment von denen. Und ja, ich habe mal alles rausgesucht. Ich hoffe, ich habe nichts davon vergessen. Ich möchte euch mal ganz gerne auch einmal die Produkte zeigen, die ich noch von denen so habe. Zum einen habe ich von denen, von der Becker, Chloe-Reihe, beide Paletten mit der Malika zusammen. Das ist einmal diese silberne und einmal goldene. Das sind tolle Gesichtsprodukte mit Bronzer, Blush und auch Highlighter. Die werden wir auf jeden Fall auch versuchen, heute zu benutzen. Ich habe so viel Highlighter, dass ich das heute gar nicht alles benutzen kann, denn ich bin ein riesen Highlighter-Fan von denen. Ich habe diese mal sehr, sehr gerne benutzt und bin deshalb auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Aber das ist jetzt nun mal so und wir machen das Beste draus und ich freue mich über die Schätze, die ich damals von den ergattern konnte, genau wie diese hübsche Palette. Das ist eine Palette gewesen, das war meine ganz kurze LE, das ist diese Après-Ski Glow Face Palette und ich liebe die. Ich hatte die ganz oft auch im Urlaub dabei, denn die hat alles drin, was man eigentlich für ein Gesichts-Make-up, also für Kontur und so auch braucht. Es ist ein Bronzer mit drin, ein Bronzer mit Schimmer, so als Topper quasi. Es sind zwei Highlighter mit drin. Hier ist ein ganz kühler Highlighter und auch noch ein Blush. Den werden wir heute auf jeden Fall auch benutzen. Und ja, das war auch eine Palette, die ich sehr, sehr häufig benutzt habe. Das sind so meine Face-Paletten von der Marke. Ich habe natürlich auch noch einzelne Produkte von denen und die habe ich dann einmal hier so reingetan, damit ihr das so ein bisschen sehen könnt. Ich zeige es euch jetzt nicht einzeln, damit dieses Video nicht zu lang wird, denn wir wollen uns ja auch mit den Produkten im Einzelnen gleich auch schminken. Aber ich habe zwei lose Highlighter von denen. Dann habe ich diese Light Chaser Highlighter. Das sind zwei quasi farbige. Die haben so einen Schimmer, so einen Shift mit drin. Von denen habe ich vier Stück. Ich habe den Concealer, den Under Eye Corrector. Hier ist ein, das ist ein Creme Highlighter. Den werden wir auf jeden Fall auch gleich benutzen. Ich habe auch von denen den ganz berühmten Primer. Dann ein Lippy und auch noch drei, so eine Art Lipglosse. Die werden wir auch noch nachher benutzen. Und deshalb möchte ich jetzt auch direkt starten. Ich habe noch nicht viel auf dem Gesicht, wie ihr sehen könnt. Ich habe lediglich eine Primer Base auf meine Augen aufgetragen, habe meine Augenbrauen schon geschminkt, dann da habe ich jetzt auch nichts von gehabt und meine Wimpern schon mal geklebt, damit mein Gesicht nicht noch müder aussieht, weil ich weiß auch nicht, ich werde dort irgendwie nicht so richtig fit. Aber ich möchte jetzt direkt starten und zwar natürlich mit dem Primer. Und um welchen sollte es da gehen? Die haben ja ganz viele Primer gehabt, aber ich habe weil ich nie so ein riesen Primer-Fan bin, mir damals nur den gekauft. Und zwar ist das der Becker Instant Complexion Refresh First Light Priming Filter. Das ist der, der so ein bisschen lilan ist. Ja, der sieht so ein bisschen lila aus und hat einen ganz tollen Duft. Für mich ein Primer, der eher so wie eine Feuchtigkeitspflege ist. Also zumindest bei mir. Ihr seht den hier. So schön Lavendelfarben. Den werden wir uns als erstes jetzt auftragen. Der hat jetzt, finde ich, jetzt nicht unbedingt einen porenfüllenden Effekt. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber ich finde auch, dass der eine schöne Base macht, eine schöne Haut macht. Bei mir zieht er auch sehr schnell ein. Ihr seht jetzt, meine Rötungen kommen immer so ein bisschen dann durch beim ersten Mal. Ich werde noch ein bisschen auf die Stirn auftragen. Der riecht halt auch toll. Ich überlege auch, ob ich, wenn ich ihn noch ergattern kann, ich habe gesehen, bei Douglas gibt es den noch, ob ich mir nochmal eine Originalgröße hole, weil ich habe ja jetzt in dem Fall nur die kleine Größe. Ich glaube, das waren 15 Milliliter, genau, 15 ml. Und ob ich mir dann doch nochmal den großen davon kaufe, damit ich ihn nochmal zu Hause habe, weiß ich noch nicht, weil wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der riesen Primer-Fan, wobei ich den wirklich sehr, sehr gerne benutzt habe. Und ja, deshalb tragen wir den natürlich auch heute auf. Jetzt ist der auch schon drauf, ist schon hier unten direkt eingezogen. Ja, und der Duft ist wirklich sehr, sehr zart gewesen. Ich weiß, dass den ganz viele Mädels von euch auch sehr gerne gemocht haben.
Dann werden wir jetzt unseren Under Eye Corrector auftragen. Und zwar habe ich da die Farbe Medium to Deep. Ich habe die euch in einem, ich glaube, Douglas Hall gezeigt. Den habe ich ja noch vor gar nicht so langer Zeit gekauft. Das ist dann einmal dieser hier. Und ja, der sieht sehr dunkel aus. Aber bei mir würde ich sagen, ist er ganz okay. Mir ist er nur, muss ich wirklich sagen, ihr könnt das auch sehen, ne? Der ist halt sehr cremig. Ich weiß jetzt, den viele Mädels mit trockener Haut sehr gerne mögen. Aber mir ist er schon fast zu cremig. Ich muss den wirklich richtig ordentlich setten. Sonst sieht er bei mir unterm Auge wirklich sehr, sehr feucht aus. Und ja, aber die Farbe ist ganz gut. Und ja, machen wir weiter mit dem Corrector, so, meine Lieben. Ich bin einfach mal ein bisschen näher rangekommen. Und ihr seht, die Farbe ist bei mir ganz gut. Ich habe jetzt auch ein bisschen Farbe gekriegt, weil es vor einigen Tagen ja noch ein bisschen schön war und sonnig war. Und ich da viel im Garten gemacht habe. Trotz Lichtschutzfaktor 50 habe ich wirklich Farbe bekommen. Und habe mir das jetzt mal mit dem Finger, mache ich das ganz gerne, aufgetragen. Werde den so ein bisschen einarbeiten, weil ich weiß nicht warum. Ich habe den auch schon mit versucht, mit einem Pinsel aufzutragen und auch einem Schwamm. Aber so im ersten Augenblick hat das nicht so gut funktioniert, muss ich dazu sagen. Deshalb habe ich das im Moment immer sehr gerne mit dem Finger gemacht. Werde aber jetzt zum Einarbeiten dann doch noch mein Schwämmchen nehmen. Und ihr seht, die Farbe, es funktioniert bei mir ganz gut. Ich hatte echt gehadert, ob ich nicht doch den helleren nehme, aber der wäre für mich viel zu hell gewesen. Ich habe da, wie gesagt, die Farbe Medium to Deep. Wenn ihr so wie ich ein mittleres Häutchen seid, dann werdet ihr mit dem bestimmt besser zurechtkommen als mit dem helleren. Aber ihr seht das, bei mir ist der sehr cremig und ich muss den wirklich schön einarbeiten, damit der auch richtig sitzt. Aber wirklich ein schönes Produkt, deckt sehr gut ab, gibt so einen richtig schönen highlightenden Effekt auch. Und deshalb arbeite ich mir das mal schön hier ein, unter den Augen und auch an der Stirn. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt den Corrector eingearbeitet. Ich habe ihn auch schon versehentlich gesettet, weil ich wollte ihn noch gar nicht setten. Denn ich möchte noch einen Highlighter auftragen, einen Creme-Highlighter. Aber das ist jetzt nicht schlimm, ich werde das jetzt trotzdem machen. Ihr seht, das hat sich ganz gut mit meiner Haut verbunden alles. Und zwar habe ich mal beim TK Maxx, da habe ich wirklich sehr viele Bäcker-Sachen bekommen. Die haben ja in Kooperation mit der Chrissy Teigen eine Reihe rausgebracht gehabt. So eine Sommer-LE war das und da habe ich sehr viele Produkte von gekauft. Und die hat wirklich tolle Sachen rausgebracht und weil sie vom Hauttyp her so in meine Richtung geht, passen die Sachen bei mir auch sehr gut. Und zwar war das so eine Kombination, das nennt sich Cinnamon Churro, das ist einmal ein Glow Soufflé, das ist halt einfach etwas, was man quasi als Highlighter auftragen kann und da drauf ist auch noch ein Lidschatten. Das werden wir auch gleich zusammen auf jeden Fall benutzen. Natürlich den Lidschatten, der ist sehr, sehr schön, den benutze ich viel zu selten, weil der halt auch einfach, wie ihr seht, halt, sehr kleines und ich bin nicht so ein Mono-Lidschatten-Fan. Und darunter ist dann dieser wunderschöne Creme-Highlighter. So sieht der dann einmal aus. Ja, so ein flüssiger. Ihr seht, den habe ich auch schon sehr gut benutzt. Ich benutze den sehr gerne im Sommer, weil ich finde, dass das Make-up dann haltbarer ist. Der Highlighter hält dann länger und die Farbe ist auch ein Ticken golden für mich. Also sie könnte ein Ticken heller sein im Moment, aber das ist nicht schlimm. Ich möchte den trotzdem sehr, sehr gerne heute auftragen, um ihn euch auch mal zu zeigen, weil ich kannte das Produkt, bis ich das beim TK Maxx entdeckt habe, nämlich nicht. Da gehe ich jetzt auch mit einem, das ist eigentlich ein Concealer-Pinsel, aber ich mag das damit sehr, sehr gerne, auch mit meinen anderen Creme-Highlightern. Gebe mir das einfach nur so hier oben auf den höchsten Punkt der Wange so ein bisschen auf. Der ist auch nicht krass, muss ich sagen, aber der macht halt wirklich den Highlighter danach viel, viel, ihr könnt ihn schon ein bisschen sehen, viel, viel haltbarer und gibt halt noch so einen schönen, frischen Touch. Ihr könntet ihn auch solo tragen, aber ich mag das wirklich ganz gerne drauf, noch ein bisschen mehr Highlighter zu tragen. Und gebt mir das sehen, man sieht nicht viel. Das ist aber, wie gesagt, auch nicht schlimm. Ich werde das auch nur so ein bisschen einarbeiten und damit man da so eine gewisse Grundlage hat für den Highlighter danach. Ein bisschen sieht man ihn, ne? So ganz leicht. Ich mag das sehr, sehr gerne. Gerade im Sommer sieht der sehr, sehr schön aus. Ist jetzt zwar ein bisschen dunkel für mich, aber ich finde es nicht schlimm. Dann würde ich ganz gerne weitermachen mit den Augen. Ich habe jetzt auf meinem Gesicht noch nichts drauf. Ich werde da jetzt, weil ich einfach kein Puder habe von Becker, einmal kurz ganz leichtes Puder zum Setten drauf geben und bin gleich wieder zurück. Da bin ich auch schon. Und zwar habe ich mir gedacht, werden wir natürlich auch noch ein bisschen was zum Highlighten für den Braunbogen geben. Und ihr wisst das, dass ich das sehr, sehr gerne mag. Und da habe ich mir gedacht, werden wir einen etwas helleren Highlighter nehmen. Und zwar habe ich ja diese Palette euch ganz am Anfang gezeigt, diese Après-Ski-Palette. Und da ist ein ganz heller Highlighter drin, der schon wirklich super, super, super hell ist, so ein bisschen weiß schon ist. Da seht ihr ihn auch. Und ich möchte den gerne so ein bisschen mischen mit dem Opel, der auch mit hier in der Palette drin ist. Und gebe mir den so ganz leicht, aber wirklich nur so ganz leicht, unter den braunen Bogen, um einfach so einen kleinen
highlightenden Effekt zu haben. Wie gesagt, mit den Highlightern kann man wirklich auch auf dem Auge arbeiten. Und ja, das macht wirklich einen schönen Schimmer. Ist nur so ein ganz leichter Hauch von Schimmer. Ich möchte da jetzt nicht zu viel machen, aber ihr seht das schon, glaube ich, ganz gut. Gebt mir das so ein bisschen an der Mischung drauf. Einfach, ne? Es ist einfach nur wie ein goldener Lidschatten dann in dem Sinne. Gesagt, dadurch, dass ich auch schon eine Base drauf habe. Man könnte jetzt natürlich auch noch, ja, um das Auge so ein bisschen zu schattieren, das machen ganz viele, ja, große Visagisten auch, Bronzer nehmen zum ja, Schattieren. Das machen wir heute auch. Und da habe ich mir gedacht, werden wir auch direkt den Bronzer aus dieser Palette nehmen. Das ist dann einmal dieser Ton. Der nennt sich Bronze Bondi. Ist ein Bronzer und der hat auch, würde ich sagen, nur so einen ganz, ganz leichten Schimmer. Der ist nicht totmatt, so ganz leichten Schimmer, aber das ist nicht schlimm. Dann werden wir da mit einem, ja, fluffigen Blenderpinsel einmal reingehen und den gebe ich mir dann quasi als Schattierung in, also in und über meine Lidfalte, weil wir jetzt, wie gesagt, keinen anderen Ton haben, um das Ganze so ein bisschen zu schattieren. Ich werde dann nachher den Bronzer für mein Gesicht nehmen, weil ich den sehr gerne mag. Der ist auch so ähnlich wie der aus den Malika-Paletten, Becker-Malika-Paletten, Becker mit Chloe, genau, den Paletten. Und gib mir den so ein bisschen, wie gesagt, zum Schattieren über die Lidfalte. Und so seht ihr das auch, der Farbton ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, man kann wirklich viele Produkte auch für andere Sachen benutzen. Man muss nicht immer die Produkte wirklich nur für das eine, was draufsteht, benutzen, sondern auch für andere Dinge. Und dadurch, dass ich die Palette wirklich oft im Urlaub dabei hatte, habe ich mir gedacht, wofür kannst du die Sachen noch benutzen? Das war immer eine coole Alternative zum normalen braunen Lidschatten, wie ihr sehen könnt. Den gebe ich mir dann einfach noch so ein bisschen drüber und das reicht schon völlig aus. Wird jetzt kein dramatischer Augen-Make-up-Look, wie gesagt, da mache ich jetzt nicht viel draus und ja, das reicht mir schon völlig aus, meine Lieben. Dann möchte ich natürlich auch unbedingt den Lidschatten dazu benutzen. Das ist der, wie gesagt, aus dieser Chrissy-Reihe gewesen. Das ist ein richtig schöner brauner Ton mit so, ja, glänzenden Elementen drin. So ein bisschen kupferig sieht er auch aus. Und den werde ich mir dann mit einem etwas, ja, fester gebundenen Pinsel aufgeben. Mit einem von, ja, BH Cosmetics. Den benutze ich sehr gerne, um wirklich so ein bisschen Lidschatten aufs Auge zu pressen. Den gehe ich dann einmal mit rein und ich hoffe, dass der den gut aufnimmt. Wie gesagt, der hat nämlich so ein bisschen Schimmer mit drin. Und den gebe ich mir dann aufs gesamte Augenlid auf. So, die Lidschatten habe ich jetzt auf beiden Augen aufgetragen. Ich mag den sehr gerne. Ihr seht, dass er so ein bisschen Schimmer. Der ist nicht sehr dunkel, aber trotzdem gefällt der mir ganz gut. Und man sieht, dass man braucht gar nicht viel und hat schon einen schönen Augen-Make-up-Look. Ich möchte natürlich auch trotzdem noch ein bisschen das Auge einrahmen und auch einen Highlighter in den Inner Corner setzen. Und dafür nehme ich jetzt die ja, Becker Chloe Malika-Reihe. Und zwar ist das der von, ich glaube, das ist der Chloe, genau. Dann nehme ich dann einmal, genau, das ist einmal die Chloe-Palette. Und dann nehme ich dann jetzt einmal den Coco Bronze. Das ist ein Satin Matte Bronzer, den möchte ich mir so ein bisschen zum Einrahmen und das Auge geben. Und natürlich werden wir dann auch einen Highlighter benutzen. Dafür nehmen wir den Glow Up Soft Focus Highlighter. Das ist dann einmal dieser hier und einmal den Bronzer zum quasi Einrahmen für das Auge. Wie gesagt, also ich finde, mit den Face Paletten kann man super viel machen. Und vor allem die Malika-Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich damals sehr umgehauen. Ich war sehr begeistert, hatte damals nur die von in der dunklen Variante von der Malika gekauft, weil ich dachte mir, dass mir vielleicht die Chloe-Reihe zu ja, hell sein wird. Aber ich habe sie dann doch noch beim TK Max ergattert. Also wie gesagt, beim TK Max damals habe ich wirklich sehr viele der Produkte ja, für kleines Geld bekommen. Und ich glaube, ich habe für diese Palette sogar am Ende nur 18 Euro bezahlt. Also es war echt super günstig und ihr habt wirklich auch viel Produkt drin. Gebt mir das nur so ein bisschen zum Einrahmen unters Auge. Und möchte dann den Highlighter auftragen. Den trage ich dann, wie gesagt, im Inner Corner auf. Ist ein sehr schöner Highlighter. Ich werde den gleich nicht aufs Gesicht auftragen, glaube ich, weil wir einfach so viele Highlighter haben und ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Aber der ist wirklich sehr, sehr schön. Den könnt ihr auch sehr schön, ja, wirklich auftragen. Den gebe ich mir dann so in den Inner Corner. Seht, dass der ist halt, die Reihe ist sehr golden. Auch die Blushes haben ja sehr viel Schimmer. Das ist eine sehr goldige Reihe, aber ich mag das einfach gerne. Und dann haben wir auch so ein bisschen in den Inner Corner gehighlightet. Wie ihr seht, kann man sogar noch ein bisschen heller machen, finde ich. Das ist schon ein recht, ja, ist schon ein bisschen dunkel geworden. Ich möchte das gerne noch ein bisschen heller machen im Inner Corner. Nehme dann noch meinen kleinen Mini, der auch in meinem Aufbrauchprojekt, in meinem Penning Project drin ist, mein kleinen Opal Highlighter. Wie ihr seht, habe ich einen richtig großen Hit the Pen. Und jetzt bin ich schon fast traurig, dass ich den in meinem ja, quasi Aufgebrauchprojekt habe. Aber ja.
Das ist, ich habe einfach das Produkt schon so lange und ich habe halt Angst, dass irgendwann seine Konsistenz verändert. Deswegen hatte ich ihn mit reingenommen. So, und das ist dann schon, finde ich, alles für die Augen. Das reicht völlig aus. Ich mag das ganz gerne. Und möchte jetzt natürlich auch weitermachen mit dem Gesicht, denn uns fehlt natürlich noch ein Bronzer. Und ja, da habe ich mir gedacht, werden wir da die Malika-Palette mit zu benutzen und auch ein bisschen von der Chloe-Palette. Ich muss da mal ein bisschen gucken, dass ich nicht verwechsel, wenn man zwei hat. Die Chloe-Palette werde ich jetzt zum Bronzen fürs ganze Gesicht nehmen. Und die Malika-Palette ein bisschen für die Kontur. Ich hätte jetzt auch den aus der anderen Palette nehmen können, aber ich habe mich dann dafür entschieden, jetzt doch den zu nehmen. Und den gebe ich dann mit einem großen, fluffigen Pinsel quasi mir wieder, wie immer, in der Form eines Es oder einer 3, wie ihr mögt, einfach entlang der Gesichtszüge, um das Gesicht einfach so ein bisschen einzurahmen. Mal die Haare aus dem Gesicht machen, dann geht es auch besser. So. Der Farbton ist sehr schön. Das ist halt kein sehr dunkler Bronzer, deswegen nehme ich halt gleich auch noch den von Malika, weil der ist halt ein Stückchen dunkler und werde den dann so als Kontur nehmen. Ja, und dann werden wir für die Kontur einen etwas dunkleren Bronzer nehmen. Das ist der von der Malika-Reihe. Ich habe den schon so ein bisschen aufgetragen und habe vergessen, die Kamera dabei anzuschalten. Der ist etwas dunkler, aber auch ein bisschen wärmer. Der nennt sich Bestie Bronze. Der ist einfach ein bisschen wärmer auch als der andere. Den gebe ich mir so als Kontur so ein bisschen hier auf. Das Ganze so ein bisschen einzurahmen, noch ein bisschen den ganzen Struktur zu geben. Ihr seht das, ich bin schon recht gebräunt und dann brauche ich auch etwas dunkleren Bronzer, aber der ist sehr, sehr schön, der gefällt mir sehr gut. Und jetzt haben wir die Qual der Wahl, was die Blushes angeht, denn hier sind natürlich in den Paletten auch Blushes drin. Ich muss sagen, für mich sind die pur aufgetragen zu schimmerig, weil ich ja auch hier schon so leichte Struktur habe, so leichte Unterlagerungen. Dann setzt sich das nach einer Stunde, sieht das bei mir nicht schön aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, werden wir die als Topper gleich aufgeben, aber ich möchte gerne als Blush den aus der Après-Ski-Palette wirklich auftragen, weil der gefällt mir sehr gut. Das ist die Farbe, welche Farbe ist es? Die Farbe Winterberry. Soll ja eigentlich auch eine Winterpalette sein, aber wie gesagt, die Farben funktionieren bei mir im Moment auch ganz gut. Das ist dieser hübsche Ton. Ich swatche ihn euch auch mal. Ich habe nicht ein einziges Mono-Blush von denen, aber die Farbe ist sehr hübsch. Ihr seht hier sie einmal. Ist so ein, ja, so für mich steht zwar Winterberry drauf, aber für mich ist es so ein leichter Pinkton und der gibt sehr schön Frische auf dem Gesicht, deswegen werde ich den jetzt auftragen. Dafür nehme ich so einen ganz fluffigen Pinsel von Real Techniques, gehe da so ein bisschen rein, die Farbe kommt auch gut auf den Pinsel, klopfe mir das ab und ja, der ist ja auch schon. Braucht da wirklich nicht viel von, wenn ihr den Blush haben solltet. Ich weiß auch nie, warum ich mir keinen Monoblush von denen gekauft habe. Ich kann es euch nicht sagen. Wie gesagt, ich habe mich eher mit deren Highlightern immer beschäftigt und habe den anderen Sachen nicht so viel quasi Aufmerksamkeit geschenkt. Aber auch die Blushes sind wirklich sehr schön, wie ihr sehen könnt. Der gibt schön Frische auf dem Gesicht und ich habe echt nicht viel genommen. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut und macht ein sehr frisches Gefühl. Aber ich möchte natürlich noch ein bisschen von den Toppern dazu nehmen, aus den Malika und Malika und Chloe Paletten. Ich habe es aber auch mit den Paletten heute. Und ich möchte gerne als Topper ein bisschen von diesem Ton und von dem Ton gemischt aufgeben. Ich swatche euch die auch nochmal. Viele Mädels haben ja die Paletten, ich weiß das auch. Aber die Farben sind sehr, sehr hübsch. Ihr seht ihr das. Für mich ist es als Blush zu hell. Deswegen kann ich es wirklich nur als Topper benutzen. Und den anderen tue ich mal daneben. Der ist eher so pink. Genau. Das sind die beiden Blushes aus der Palette. Und das ist der jetzt aus der Malika-Palette. Und für mich sind die einfach zu schimmrig und zu hell, wenn ich die pur auftrage. Deswegen, ich mische die ganz gerne. Das mache ich jetzt auch so. Gebe mir dann quasi als Topper über meinen Blush drüber. So gefällt mir das. Aber pur ist das mir einfach für meinen Hauttypen auch zu schimmrig. Wenn ihr auch trockene Haut habt, dann wird es wahrscheinlich besser passen. Aber so mag ich das ganz gerne. Ja, sieht ein bisschen viel aus, aber ist nicht schlimm. Zu viel Blush geht nicht, ne? Und dann möchte ich natürlich jetzt auch einen der wunderschönen Highlighter benutzen. Was soll ich sagen? Ich glaube, damit hat so meine Bäckerliebe auch angefangen.
Und ich bin natürlich wie alle Mädels als allererstes ein Opal, wie er sich auch schimpfen mag, Fan gewesen. Habe ich total gerne eine Zeit lang sehr häufig benutzt. Wie gesagt, auch in der Après-Ski-Palette sind tolle Highlighter mit drin. Der aus der Chloé-Reihe ist super schön. Der auch aus der Malika-Reihe ist super schön. Aber ich mag auch deren Mono in den einzelnen, quasi die so halt eingepackt sind. Und da möchte ich auch gerne heute wieder einen von benutzen. Da habe ich sehr viele verschiedene gehabt. Da waren auch welche bei, die man als Lidschatten benutzen konnte. Das ist zum Beispiel auch eines, ein bisschen rosastichig war. Dann habe ich auch noch einen gehabt, der so einen leichten lila Shift hatte. Ich weiß nicht, ob der das ist, genau. Ich glaube, der war das, genau. Ein mit so einem lila Shift, der sieht auch auf dem Gesicht sehr, sehr schön aus. Und auch einen, der so einen leichten Grün-Gold-Touch hat. Also das ist auch ein sehr schöner Ton für auf die Augen, so als Topper auch. Also es sind wirklich wunderschöne Farben gewesen. Aber ich glaube, wir nehmen heute den, weil das war einer meiner allerliebsten eine Zeit lang. Wie gesagt, ich habe auch die losen Highlighter, aber ich kann ja jetzt hier nicht 5 Highlighter auftragen, dafür habe ich zu wenig Gesicht. Deswegen möchte ich euch gerne heute den zeigen und den habe ich eine Zeit lang sehr gerne benutzt. Da habe ich auch wirklich eine dicke Kuhle drin. Die Farbe nennt sich Citrin Flashes Apricot und ihr seht das, hier sieht der sehr goldig aus, aber der hat so einen leichten peachigen Unterton und der passt sehr gut zu meinem Hautton. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so leicht rosa peachy, der sieht einfach so hübsch aus und deshalb werden wir heute als quasi Abschluss fürs Gesicht den auftragen. Da gehe ich auch mit einem ganz normalen fluffigen Highlighter-Pinsel rein, in dem Fall von Anastasia und ich gehe da auch mal ordentlich mit rein, weil ich klopfe mir das Produkt ja immer auch ab, damit ich auch wirklich genug habe, um bei einem Schlag das aufzutragen. Wir haben ja auch darunter den Creme-Highlighter gehabt, aber hier ist er schon. Der ist einfach so hübsch. Der hat halt auch so einen rosanen Shift, ne? So wirklich so pfirsich, rosa, golden und ich mag das sehr, sehr gerne. Und ich finde, es gibt sehr wenig Highlighter, die das Gleiche quasi geben. Ja, so ein ganz, ganz zarter und mit so einer leichten rosa Note und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Bin ich sehr traurig drum, weil wie gesagt, ich war ein riesen Highlighter-Fan von denen und habe mir wirklich zwar in den letzten Zeiten nicht so viele von denen gekauft, aber wirklich vor einem Jahr habe ich die echt gesuchtet. Gebt mir den auch wieder hier so auf. Ein wunderschöner Ton, wenn ihr nicht ganz hell seid. Ich glaube, für ganz helle Häutchen ist der zu dunkel, aber so im Sommer oder so ist er wirklich wunderschön. Deshalb war das auch eine ganz große Liebe und ich benutze den auch immer noch sehr gerne. Dann habe ich natürlich auch den Bereich der Lippen und da habe ich gar nicht so viele Produkte, muss ich dazu sagen. Ich weiß, dass Douglas von denen Lippenstifte sehr stark im Ausverkauf hat, aber ich finde es halt sehr schade, wenn ich mir die jetzt einfach kaufe und sie dann im Regal, also in meinen Schubladen liegen bleiben, weil ich Lippenprodukte irgendwie nicht so wirklich aufbrauche oder nicht so häufig benutze wie alles andere. Und ich finde, gerade bei feuchten Produkten muss man ein bisschen gucken, dass sie nicht kippen. Deswegen habe ich mir keine weiteren Lippenstifte von dem bestellt. Mag aber die, die ich habe, sehr gerne. Und zwar werden wir da jetzt auch auftragen. Ein, auch aus der Chloé-Reihe, das ist der Yours Truly. Das war ein wunderschöner, Nude-Ton, wie ihr sehen könnt. Hat so einen, ich werde mal versuchen, euch zu swatchen, hat so einen leichten, bräunlichen, peachigen Unterton. Hier sieht der gar nicht so hell aus, dunkel aus, aber auf meinen Lippen wirkt der sehr hell, muss ich sagen. Wir werden den jetzt auftragen und gleich werden wir da als Topper dann noch einen Lipgloss auftragen. Ja, wie ihr seht, sieht er auf meinen Lippen heller aus als auf meiner Hand. Ich verstehe das Phänomen auch nicht. Deswegen, ich bin kein riesengroßer Nude-Fan, weil bei mir nude-farbene Lippen ganz schnell auch ganz so totmatt aussehen. Ja, da muss ich mal so ein bisschen gucken. Aber ich mag die Farbe in Kombination mit den, wie gesagt, Lipglossen sehr, sehr gerne. Und da habe ich mir auch aus der Chrissy-Reihe damals beim TK Maxx, habe ich da wirklich viele schöne Produkte bekommen. Einmal ein, der war auch in so einem Set mit drin. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, weil der Sticker weg ist. Das ist so ein schönes Rotbraun. Ist jetzt kein richtiges Nude. Der würde jetzt auch sehr gut zu den Lippen passen. Aber ich möchte gerne einen von den glitzerigen nehmen. Und ist auch ein wunderschöner Ton gewesen. So ein, wie gesagt, so ein Rotbraun, kein richtiges Nude, aber habe ich auch sehr gerne getragen oder trage ich auch immer noch sehr gerne. Und zwar gab es da auch eine Zeit lang so ein Set von denen mit so kleinen Lippen, nennen sich Lip Icing Glow Gloss. Also so Glosse mit so einem leichten, glitzerigen Finish. Da hatte ich auch noch einen roten von, den habe ich mal an euch verlost.
Und die habe ich damals behalten. Und ich mag den Rosan total gerne zu Nude-Lippen auch. Aber dachte mir, dadurch, dass wir die Augen auch recht goldig geschminkt haben, dass wir da auf jeden Fall den goldenen auftragen oder sogar den hier oben. Ich glaube, wir werden den auftragen. Das ist der in der Farbe Sugar Plum. Sind wirklich sehr, sehr süß, sind ganz klein, aber haben wirklich einen sehr schönen Effekt auf den Lippen. Die geben richtig schön Glanz, sind ein bisschen klebrig. Aber die geben auch ein bisschen Farbe ab, wie ihr seht. Und ihr seht jetzt auch, in Kombination mit der Lippenstiftfarbe funktioniert das ganz gut. Ist ein bisschen natürlichere Haut, so ein bisschen bronzy, so ein bisschen sommerlich angehaucht. Aber ich habe mir gedacht, wir machen das heute einfach mal als kleinen Abschied für die Bäckerreihe und für die Bäckerprodukte, weil ich sie wirklich einfach super gerne mag und ja auch einige im Sortiment da habe, in meiner Sammlung da habe und dachte mir, weil es euch von euch auch gewünscht war, dass ich euch das mal mit meinen liebsten Produkten heute schminke. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Mich würde natürlich auch mal interessieren, was eure liebsten Bäckerprodukte sind. Als kleine Videofrage wieder für euch. Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare rein. Das würde mich natürlich auch interessieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns im nächsten Video gesund und munter wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!